Hi, in dem kleinen Video geht es darum, dass momentan was Schreckliches passiert und es wird sich in die Krankenhäuser passiert. Und zwar füllen sich die Krankenhäuser dermaßen schnell und die Politik hat nicht reagiert und auch das ganze System nicht, dass Corona, dass eben die Krankenhäuser überfüllt sind. Das ist jetzt schon in Österreich, wird die sogenannte Triage eingeführt. Oder man bereitet sich darauf vor, so ist es halt, weil die Realität, die kommt halt doch anders, als man es plant. In Rosenheim, in Bayern, ist es jetzt auch schon so, Dresden fängt es auch schon an, dass man die ersten Leute woanders hingeschickt hat. 100, 200 Kilometer müssen die fahren. Das nennt sich Triage. Und zu dieser Triage führe ich den kleinen Film, weil manche das ja nicht versteht. Eine Katastrophe geschieht und dann muss entschieden werden, das Krankenhaus ist voll, man kann nicht alle behandeln, also muss man entscheiden, wer darf und wer darf nicht. Dann hieß es ja immer, roter Stift, roter Lippenstift oder grüner Lippenstift, wer darf und wer darf nicht. Das ist eine ziemlich schlimme Sache und deswegen kann man eigentlich auch nur sagen, da diese Geschichte jetzt kommt, Leute, was muss, wie sagt Bundespräsident, Leute, was muss noch alles geschehen, als dass man sich zum Impfen dann bereit erklärt? Das Impfen ist ja nur eine kleine Geschichte. Also man kann jetzt davon ausgehen, dass wenn jemand mit dieser Delta-Variante oder Lambda-Variante, die folgende, wenn jetzt jemand Corona kriegt und es erwischt ihn dann so oder so härter als vorher, als ich noch Corona gekriegt habe vor anderthalb Jahren, bin auch schon Booster geimpft. Wenn es jetzt jemand erwischt, dann wird es sehr wahrscheinlich schlimmer. Und dann muss man sich schon darauf einstellen, dass das geschehen kann. Also kann ich auch nur sagen, seid wenigstens so fair, dass wenn ihr euch nicht impfen lassen wollt, dass ihr dann auch euch im Klaren seid, dass nicht jeder Zugriff haben kann auf ein Krankenhaus. So einfach ist das. Es ist auch das freie Wahlrecht, ja, es ist die freie Wahl, aber zu dieser freien Wahl gehört auch dazu, dass wenn man sich nicht impft, dass man sich nicht vorne ranstellen kann, sondern dass man dann sagen muss, na gut, dann mache ich eine Patientenverfügung und sage, ich will das gar nicht. Absolut in Ordnung, das ist eine freie Entscheidung und die freie Entscheidung soll auch respektiert werden, aber man sollte nicht hingehen und sagen, okay, dass diejenige das alles ja gleich behandelt wird und jeder braucht das gleiche Recht. Wenn das Krankenhaus realistisch zu voll ist, muss man sich auf die Triage vorbereiten. Das heißt, roter Strich, ich darf nicht rein, grüner Strich und ich habe es akzeptiert. Ja, ich meine, das Leben läuft halt so, wie es ist. Ja, so ist es. Ich meine, meine Eltern sind ja beide schon gestorben. Jeder, wenn man so voranschreitet, weiß man, wie das ist, wenn Menschen sterben. Manchmal ist Glück, manchmal ist Pech. Eines Tages kommt es auf mich auch zu. Ich bin ja auch schon älter, ja. Ich bin ja auch schon ein alter Mann. Ich habe aber schon zweimal mit Booster-Impfung. Geht man hier in Nürtingen, Booster-Impfung ist sofort da. Man kann nur mit diesem Aufruf eigentlich nur sagen, seid doch vernünftig und macht eine Impfung. Oder wenn ihr euch nicht impfen lassen wollt, weil ihr bestimmte andere Gründe habt, dann müsst ihr aber doch auch akzeptieren, dass, und das finde ich, das einfach sollte selbstverständlich sein, dass man dann auch im Krankenhaus, wenn voll ist, dort nicht rein kann, sondern müsstet ja auch normale Menschen, müsstet ja auch rein, wenn ich jetzt mein Bein gebrochen habe, muss ich ja auch ins Krankenhaus kommen. Oder es ist Notfall, irgendjemand muss halt operiert werden, Unfall. Ich kann nicht sagen, der, wo Unfall hat, der wird hinter angestellt. Dann muss man entscheiden. Und das ist, die Triage gehört auch hier klar gesagt, dass man, meiner Meinung nach, ich bin ganz normaler Bürger, dass ich sage, wenn man sich entscheidet dafür, dann entscheidet man sich ja bewusst. Wenn ich einen Unfall habe, entscheide ich mich in der Regel nicht bewusst. Deswegen sollte auch dann klar sein, dass man das nicht möchte. Also Patientenverfügung schreibe, ich möchte das nicht, dass man mich danach so behandelt, wenn ein zweifelhafter Fall ist. Die Fälle, die man in den Videos sieht, hier im Krankenhäuser, die sind schlimm, sehr schlimm, sehr mega schlimm.
da ist es notwendig, dass man vorher eine Patientenverfügung macht und sagt, lass mich nach Hause gehen, dann sterbe ich halt zu Hause, das ist auch okay. Oder ich bleibe zu Hause, wie es ist, oder ich lasse mich so notmäßig versorgen. Wenn jemand in diesen schwierigen Fall reinkommt, dann kommt er in der Regel auch, kommt er oftmals auch in die Intensivstation und das geht ja dann auch 5, 6 Wochen, wird dann ein Bett belegt. Und die ein jetziger Abbruch von 2G-Regel, also oder sagen wir draußen, dass es draußen eine Ausgangssperre ist, würde nicht dazu führen, dass es ja jetzt sofort aufhören würde, sondern es kommt ja diese 5 Wochen erstmal durch. Also es wäre normale Glättung. Es wird kommen. Es wird kommen. Deswegen nochmal final der kleine Aufruf. Derjenige, der sich entscheidet, sich nicht impfen zu lassen, egal sei es was komme, der sollte auch eine Patientenverfügung machen und sagen, okay, ich brauche das nicht. Wäre voll in Ordnung, finde ich. Dann ist auch diese Triage geklärt und alle geht's gut dabei.